Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hearthstone bei ehrenfeste.de. Ja, wie man sehen kann, oder nicht sehen kann, und zwar der neue Patch ist rausgekommen für die Beta. Und dabei wurden alle Käufe, die getätigt worden sind, in Gold umgewandelt. Die Karten habe ich mir jetzt schon geholt. Man sieht ja auch meine Sammlung. Jetzt leckt's. Hier könnt ihr euch ein eigenes Deck mit euren Lieblingskarten zusammenstellen. Genau. Ich habe erstens ja jetzt gerade mal den Druiden, Magier, wie man ja am Anfang hat, und den Schurken. Die sind die drei, die ich jetzt freigeschaltet habe. Wie man sieht, viele Karten habe ich nicht. Das sind jetzt auch nur die Basiskarten. Und habe ich mir so gedacht, wir öffnen jetzt mal 95 Packungen. Und das Schöne ist jetzt auch, wir brauchen diese Packs nur noch einmal da reinzuziehen. Oh, das ist mal eine, die ich noch nie hatte. Ist auch sehr schön. Die ist sogar geil. Drei Überladungen, das ist klasse. Nicht schlecht, Herr Specht! So, genau, und jetzt muss man dann nur noch die die Space-Taste drücken und dann klappt das Ganze dann auch. Also quasi, man braucht nur noch ein Booster-Pack reinhauen, fertig drücken, Leertaste drücken und schon geht's weiter. So, die gefährlichen Leute hier. So, was haben wir? Okay. Ja, ich finde das, also beim Priester, das ist schon manchmal ganz schön eklig, wenn er da immer die Karten kopiert. Selten. Ja, ein Seltener ist ja immer dabei. Und finde ich auch gut. Werde ich dann, denke ich, noch gleich mit. Selten. Auch schön, ja. Der Schurken der Kleinbahn. Selten! Ja. Weniger toll. Das schon. Selten! Na, ja, die Karte wollte nicht. Ah, ein Spotter. Ja, ich meine auch schön für einen Schamanen. Allerdings eben halt nur ein Leben, kann man nur dafür schon, bei Zeiten ausspielen. Wenn der Gegner natürlich dann was zum Kontern hat, ist der natürlich dann auch gleich weg. Ja? Das ist dann natürlich recht bescheiden. Ansonsten eine schöne Karte. Golden und selten. Ach, ich liebe die goldenen Karten. Ich liebe sie! Schildkarten sind ja immer was Feines. Oh, ah, endlich. Habe ich vorher in der Beta nämlich gar nicht dran gehabt. Ich habe überlegt, dass ich mir die vielleicht erstelle. Aber ist eben halt nie dann dazu gekommen. Ich habe mich dann eher darauf konzentriert, Piratendeck zusammenzubauen. Jo. Natürlich auch genial. Kann ich auch noch nicht. Ja. Selten. Golden und gewöhnlich. Golden und gewöhnlich. Oh, haben sie neu animiert. Die haben ja auch gesagt in den Patch Notes, dass viele Sachen neue Bilder bekommen haben. Beziehungsweise die Animationen nochmal überarbeitet wurden. Ich bitte mal ein, die Karte, die hatte ich zwar auch, allerdings war hier keine Animation, während die eben halt golden war. Ach, man kann das doch immer gleich wieder einfach so machen. Selten. Tja, ich glaube, die hatten wir vorhin schon mal. Das heißt, hier gibt es schon mal wieder Arkanstab.
Selten! Selten! Alles hübsche Karten, ne? Selbstisch! Ach, die finde ich auch so klasse. Ich weiß nicht, wer das Match mal gesehen hat. Da hat einer gestreamt auf Twitch. Und der hat dann Todesschwinge ausgepackt. Das Todesschwinge besagt, zerstört alles, was, also alle Karten, die aus dem, auf dem Bild, Spielfeld liegen. Und man muss seine eigenen Karten abwerfen. Dann kommt Todesschwinge auf den auf das Brett und dann ist der Gegner dran. Wenn der natürlich noch eine tolle Karte wie diese in der Hand hat, kopiert er die natürlich. Ja, oder er hat natürlich, ich sag mal, den Großwildjäger auf der Hand. Die zerstört es nämlich auch. Da kann man ja einfach mal alle Gegner so zerstören, die mehr als 7 Angriff haben. Aber gut. Ja, endlich. Also schon mal Pirat. Sehr schön. Selten. Ja, immer mehr. Also Staub kriegt man definitiv schon mal zusammen. Schon mal der Vorteil. Selten. Oh, das hat mal, ich glaube, meines Erachtens nach mal ein Mana gekostet. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn es jetzt gar nichts mehr kostet. Wobei, muss man immer sehen, ne, bei allen Dienern, sprich auch bei den gegnerischen. Das ist eben halt dann immer so ein Ding. Selten. Tja, ich habe eigentlich gedacht, dass ich jetzt wenigstens schon mal eine legendäre Karte mit dabei habe, aber... Da habe ich wohl wahrscheinlich eher das von Diablo 3 gebracht. Selten. Ja, nächster Pirat, sehr schön. Episch. Golden und gewöhnlich. Ja, für Murloc-Decks kann das sehr gut sein, aber ich sag mal, es kann auch sehr gut bei einem Murloc-Konter-Deck sein. Ja, weil steht ja nicht da, dass es einen eigenen Murloc zerstören soll, sondern einfach einen Murloc. Ja, das ist natürlich auch sehr genial. Ich glaube, ich hatte es in einem Deck, hatte ich das auch drin. Und ich hatte dann natürlich Glück und mein Gegner hat dann natürlich auch Murlocs ausgespielt und dann kam auch die Karte. War ich schon recht froh. Oh, sehr schön gemacht hier. Die war anfangs in der goldenen Fassung auch nicht animiert. Finde ich schön, dass das jetzt so... Das sieht sogar richtig gut aus, muss ich ehrlich sagen. Wie geil! Den musste ich mir das letzte Mal selber herstellen. Ich habe es sogar geschafft, die Piraten komplett... komplett zu bekommen. Auch nicht schlecht, aber auch nicht toll. Selten. Ja, da warst du gleich nochmal. Golden und episch. Was haben wir denn hier Feines? Auch schön. Kenne ich bisher noch nicht in der goldenen Fassung, gefällt mir sehr, muss ich sagen, die Animation. Selten. Ja, hier bin ich immer noch so ein bisschen bei der Karte. Also immer noch nicht so richtig. Ah, der nächste Pirat. Sehr schönes Ding. Selten. Ja.
Also die muss ich immer im Druidendeck drin haben. Schon mal gut, dass die jetzt da ist. Ich weiß gar nicht. War die jetzt schon? Ich glaube nicht. Die Karte finde ich auch richtig klasse. Da die ja nicht Angriff von diversen Zaubern werden kann. Oder Heldenfähigkeiten. Also, was weiß ich, man hat jetzt die Messerattacke zum Beispiel vom Schurken, ja. Die greift den trotzdem an. Das war gut. Irgendwie muss man die auch angreifen können. Aber egal. Ja, hier, jetzt, da ist er nochmal, sehr schön. Die war doch vorhin sogar auch auf der Stelle hier, ne? Zwei Seltener, was haben wir hier? Das finde ich also ein bisschen, na gut, ich sag mal, für ein Kriegerdeck natürlich perfekt. Ja. Und der arbeitet ja damit, dass Leute verletzt sind. Man kann dem dann noch 3-3 geben oder irgendwie anders halt. Haha! Schönes Ding! Haha! Boom, Baby! Sehr schönes Ding. Sehr schönes Ding. Ich glaube, das nützt definitiv im Endgame was, wenn man auch nicht mehr viel Leben hat und der Gegner, was weiß ich, immer noch bei 30 Leben ist oder so. Alter Faller, sehr, sehr schönes Ding. Diesmal kenne ich noch gar nicht. Das ist natürlich sehr schön. Gar nicht mal so übel. Da kann man sich, denke ich mal, ein Diener schwaches Deck aufbauen. Also die hatte ich auch noch nicht gehabt. Ich bin zwar schon mal Opfer dieser Karte geworden, aber selber besessen habe ich die nicht. Schönes Ding. Selten. Episch. Ja, hier haben wir sie nochmal in der nicht goldenen Fassung. Vorhin hatten wir sie ja nochmal in der goldenen Fassung, wo es schon animiert war. Wir haben auch gleich wieder Murloc. Murloc. Oh, die hat jetzt 5. Ah, auch nicht schlecht. Die hatte vor dem Patch hatte die ja nur 4. Also 4 Verteidigung. Und der Angriff ist immer so groß wie der Verteidigungswert. Die finde ich auch nicht schlecht. Vor allem, wenn man selber ein Deck hat mit jetzt niedrigen Mana-Kosten für die Kreaturen, wo es schnell gehen soll. Kann sich der Feind natürlich ärgern, vor allem wenn man dann die auch zweimal hat oder so, na, dann geht das schon ab. Denke ich mal. Ich weiß es nicht. Müssen wir ausprobieren. Die finde ich auch klasse hier, die Karte. Weil falls doch mal ein Gegner draußen ist oder so. Der jetzt 5 Verteidigung hat oder nur noch 5 Verteidigung hat, dann kann man ja angreifen und er leidet aber selber keinen Schaden. Finde ich klasse. Die haben, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht, bin ich mir unsicher, ob die hier die Mana-Kosten jetzt um 1 erhöht haben. Aber egal, das ist nicht schlecht, das Ding. Selten. Selten. Hehe, meine Lieblings-Schurkenkarte. In der Combo, aber die kostet jetzt definitiv eins mehr. Die hat nämlich mal nur 2 Mana gekostet. Aber zur Not kann man immer noch eine Karte ausspielen, insofern es die dann noch gibt, dass die Zaubersprüche 2 weniger kosten. Oder 3 Mana mittlerweile. Also jetzt sind es 3 Mana weniger kosten, sprich dann kann ich die auch kostenlos spielen. Und da die in der Combo ist, bekomme ich die wieder zurück auf die Hand.